Hey Leute, das hier wird Teil 2 vom Piaggio Quarz. Okay, im ersten Teil sind wir schon ganz schön weit gekommen. Im zweiten Teil werde ich den Vergaser einbauen. Der ist komplett gereinigt. So sieht er aus, von außen und von innen. Für die Leute, die es brauchen, ist das ein Delorto PHVA 14. Klingt schon mal ganz gut. Dann den Ansaugstutzen, den kaputten hier. Ja, den mit dem Riss. Ah, sieht man das? Ja, sieht man. Haben wir schon ersetzt, da ist ein anderer drin. Luftfilter kommt auch ein frischer, ist schon irgendwo mit drin. Machen wir auch noch mit rein. Wir bauen alles zusammen. Wir sind schon, ja, viel fehlt ja nicht mehr. Wir haben schon Kompression geprüft, Funke ist da. Okay, dann schauen wir nochmal in die Variomatik rein, ob da alles in Ordnung ist. Dann können wir Vergaser einbauen und theoretisch auch schon starten. Kleiner Schlagschrauber, machen wir hier die ganzen Schrauben weg. Dann können wir den Deckel runternehmen. Okay, seltsam ist, dass die wirklich alle komplett schon locker sind. Also irgendwas war da schon auf jeden Fall. Absolut null Widerstand beim Aufmachen. Ein paar fehlen auch schon. Hier ist schon irgendwie eine ganz andere drin. Wahrscheinlich eine Zähne. Schauen wir gleich. Wir haben ja alles da liegen. Achso, da ist noch eine. Zum Glück habe ich meinen Azubi, der alles sieht. Aber die ist auch ganz gut. Ja, kann man schon mal machen, ne? Was ist denn das hier? Na. So, ein paar Unterlagscheiben hin und dann so ein komisches. Egal. Besser als nichts. Tada! Hey, sieht aber echt noch ziemlich gut aus. Schauen wir da rein. Das sieht auch alles vernünftig aus. Ja, ein bisschen spinnen wir eben. Der Anlasserfreilauf fällt schon von alleine raus. Okay, ich hole mal den dicken Schlagschrauber und dann lösen wir das mal. Jetzt das kleine Spielzeug, eingestellt auf 1356 Newtonmeter. Sollte eigentlich kein Problem sein. Easy, easy. Die Mutter weg. Jetzt noch die hier. Auch Spielsachen. Dann schauen wir direkt rein. Wow, löst sich butterweich. Sieht super aus. Ist auch schön glatt alles. Top-Zustand. Was ist das? Kontrollier. Okay, keine Ahnung. Dann schauen wir uns das hier mal an. Da sind die Zähnchen alle noch gut. Sieht alles super aus. Von der Seite. Was ist das? Okay, sieht irgendwie seltsam. Wie als wäre es lackiert oder mit so einem weißen Lack. Keine Ahnung. Weiß nicht, was der Quatsch soll. Stört uns aber auch nicht. So. Dann können wir den Wandler runternehmen. Ah, okay. Hier ist der geschweißte Wandler. Da gibt es ja noch den von den anderen Modellen mit diesen, mit der Mutter. Ist ja hier nicht. Die Kupplung hat noch massig Fleisch, als wäre sie neu. Sieht auch alles sehr gut aus. Riemen. Ja, sieht eigentlich auch noch ziemlich gut aus. Ja, ein bisschen verschlissen, aber das stört uns nicht. Wir wollen ja nur testen, ob alles läuft, ob alles funktioniert. Aber es wirkt doch alles recht sauber. Ich finde es jetzt gar nicht so schlecht vom Zustand. Ich hoffe, mir fällt jetzt nicht alles entgegen. So. Ah, okay, der hat hier diesen Fettfangring. Der ist auch voll geschmoddert mit Fett. Das sehe ich von hier. Ich werde ihn gleich auseinanderbauen und euch ein bisschen was dazu erzählen. Ansonsten sieht ja auch alles soweit gut aus. Macht alles einen guten Eindruck. Theoretisch sollte man auch gleich den Riemen für die Ölpumpe auch mitwechseln. Mache ich aber nicht, weil ich will erstmal einfach nur wissen, ob das Ding läuft. Später werde ich den dann wechseln. Wir sehen uns gleich am Tisch. Okay, ich habe hier gerade noch alles in der Variomatik reingeschaut. Hier war alles voll mit so Plastikspänen. Ich habe mich zuerst gefragt, wo die herkommen.
Und dann habe ich hier in den Deckel reingeschaut und hier war auch, hier kann man sogar noch sehen, hier sind sogar noch kleine Plastikstücke. Das sind diese Flügel von der Antriebsriemen, von diesem Plastikteil. Und zwar, ich vermute mal, dass die hier irgendwo geschliffen haben. Und dieses Teil hier ist auch schon falsch eingebaut. Das gehört eigentlich so rum rein. Ja, jetzt muss man natürlich. Egal, mache ich noch alles. Ich baue das alles dann zusammen und wenn man es laufen lässt und schon Schleifgeräusche oder sowas hört, dann macht man alles gleich wieder aus. Weil ich vermute mal, meine Vermutung ist wirklich, jemand hat es schon sauber gemacht, weil es wirkt sehr sauber und ordentlich. Hat dann beim Zusammenbau gemurkst und dann war es ihm relativ egal. Ja, und wir bauen es. Ah, hier ist noch der Schlauch. Der war vorhin beim Dings, bei dem, wie heißt beim Benzinschlauch Unterdruckhahn dran. Der ist steinhart. Den wollen wir nicht. Da bauen wir auch noch einen neuen ein. Und ansonsten, ach so, wir müssen noch rübergehen und uns die Variomatik anschauen. Gehen wir gleich rüber. Okay, vorab nochmal. Hier dieser Ring, viele Leute verwechseln das und denken, das wäre eine Drossel. Und wenn man den wegmacht, fährt er schneller, da geht die Variomatik weiter auseinander. Ist aber ein Trugschluss, weil ihr müsst euch vorstellen, die geht gar nicht weiter. Ihr drückt das so komplett durch und die lässt sich komplett reindrücken. Also ihr habt ja gar nicht mehr Fläche, wo sie weiter rausgehen könnte. Also das ist ganz, ganz großer Humbug, den viele Leute erzählen, die denken, oh, das ist ein Drosselding. Es gibt hier Drosselscheiben, ja, aber die sehen anders aus. Die darf man nicht verwechseln. Okay, jetzt bauen wir gleich das. Jetzt bauen wir sie gleich wirklich auseinander. Ich habe mir hier die Rätsel vorbereitet, weil diese Dinger sind immer so sau schwer zu öffnen und viele drehen die dann rund und haben wirklich Theater. Also hier muss man schon mit Schmackes und also ja, mit Bedacht arbeiten, mit Gefühl auch und auch mit Kraft. Okay, die hier ließ sich gut öffnen. Und die hier auch. Und die hier auch, weil ich habe mir tatsächlich schon den Hammer bereitgelegt. Wenn was gewesen wäre, ich hätte das Ding zerprügelt. Aber es hat sich gefügt, lässt sich alles öffnen. Und dann, ja, komm mal näher, komm mal näher. Schauen wir gleich rein, wie es da drin aussieht. Und ich erkläre euch auch gleich den Unterschied, weil viele Leute, also es gibt Vario-Rollen, die gefettet werden müssen. Das sind meistens diese alten zweiteiligen, gerade von Piaggio und so. Und dann die modernen, die aktuellen, die man heutzutage überall bekommt, die sind so, man nennt sie einfach selbstfettend. Die brauchen kein Fett. Das bedeutet, wenn wir die einbauen wollen, müssen wir sowieso hier alles schön sauber machen, weil ich spüre schon, das ist alles total schlonzig. Ja, hier, man sieht schon, das ist alles voll mit Schmodder und Fett. Das muss alles weg. Na? Igitt, das ist echt ekelhaft. Zum Glück trage ich Handschuhe. Ja, okay, hier sieht man es auch ganz, ganz, ganz genau. Und zwar sind diese Rollen, das sind noch die alten, die sind zweiteilig. Ihr seht die Kerbe in der Mitte. Die kann man auseinandernehmen und innen drin ist ein Metallkern. Also die Dinger gehören tatsächlich noch gefettet. Also hat derjenige, der das davor gemacht hat, alles richtig gemacht. Der Nachteil ist halt, wie man sieht, die laufen nur ganz. Also wenn ich das zum Beispiel hochdrücke, dann spürt man das richtig, das klebt so am Rand und läuft so nur ganz langsam wieder runter. Wir ändern das. Ich habe keinen Bock auf die Dinger. Ich mache das alles sauber, schmeiß die raus und mach neue rein. Zeige euch mal einen kleinen Überblick von dem Schlachtfeld, wie es hier gerade aussieht. Stark, oder? Mal völlige Unordnung, aber hier. Alles schön mit Druckluft ein bisschen ausgeblasen. Den hier schön gereinigt, frisch eingefettet. Macht schon einen guten Eindruck. Okay, hier ist die gereinigte Variomatik. So sieht die aus. Macht noch einen guten Eindruck. Ein bisschen Laufspuren, aber halb so wild. Man spürt sie noch nicht. Und dann wiegen wir gleich mal so eine. Das ist ein Gewicht. Und das ist tatsächlich von Polini. Also original sind die safe nicht. Und eine wiegt 6,9 Gramm. Ja, scheint mir vernünftig zu sein. Und so sehen die aus, wenn man sie spaltet. Zeige ich euch mal. So. Zwei Hälften und innen drin dieser Metallkern. Okay, ich baue dann jetzt alles mal wieder zusammen hier. Ich meine, brauche ich euch ja nicht wirklich zu zeigen. Und dann zeige ich euch, wie ich es wieder einbaue in den Roller. Alles klar, dann baue ich das Gedöns jetzt wieder zusammen. Aber schaut doch mal genau hier hin. Der Azubi war schon fleißig und hat den Vergaser eingebaut. Gereinigt hatte ich ihn ja. Was für einen das war, habe ich euch auch gesagt. Den Benzintank hat er auch gereinigt hier oben.
Benzintank hat er gereinigt, hat auch kontrolliert alles, ob alles schön sauber ist, hat den Unterdruckhahn ausgebaut und gereinigt. Und das ist wirklich die Arbeit, die müsst ihr als allererstes machen, wenn ihr einen Roller habt, von dem ihr keine Ahnung habt, von dem ihr nicht wisst, was Sache ist. Wirklich Tank reinigen, da erspart ihr euch sehr viele Probleme. Okay, hier den Vergaser. Da oben, genau, hier ist noch diese Kühlwasserleitung, da geht das warme Wasser durch für die Vergaserheizung. Ansonsten Ölanschluss, also ganz normale DeLorte-Vergaser pH 14, aber ich habe das schon mal gesagt. Gut, dann lege ich mal los und baue die Variomatik zusammen. So, los geht's. Gerade beim Zusammenbauen gemerkt, ich habe den Anlassefreilauf vergessen. Passiert den besten Schraubern. Ich wollte ihn nur kontrollieren, ob auch funktioniert. Ja, funktioniert. Nee, Spaß. Ich muss den Deckel nochmal runternehmen, aufmachen, einbauen, wieder zumachen. Passiert einfach. Ich mache Fehler, ich stehe zu meinen Fehlern, habe ich kein Problem mit. Ja, nee, aber braucht ihr nicht zuzuschauen. Ich krieg das hin. So, ganz einfach wieder eingebaut. Ganz einfach. Jetzt ist er drin. Was passiert? Und dann wieder alles zusammenbauen. Ich glaube, es ist jedem guten Schrauber schon mal passiert. Man baut irgendwas zusammen und merkt dann so, ups, man hat was vergessen. Ich mache das nur mit ein paar Schrauben fest. Nur zum Testen für Versuchszwecke. Dann auch immer kontrollieren, ob der Kickstarter nicht hängt, ob er funktioniert. Auch ganz wichtig. Jawohl, scheint zu funktionieren. Greift etwas spät, aber nicht ganz so schlimm. Wie gesagt, ich mache hier nur ein paar Schrauben dran. Den restlichen kann ich später machen, wenn ich den Luftfilter auch montiere. Weil wenn was sein sollte, dann kann ich das jederzeit wieder wegmachen. Weil das Gute ist, an die Schrauben kommt man ja gut ran. Deswegen halb so wild. Okay, dann machen wir als nächstes mal theoretisch. Ja, ich zeige euch, was als nächstes kommt. Und zwar überprüfen wir das Kühlwasser. Das kann man hier oben, ich will schauen, bis wie viel Minusgraden das geeignet ist. Ich kann hier mein Werkzeug reinhalten. Oh nein, ich komme gar nicht richtig ran. Oder? Ah doch. Es sieht schön grün aus. Und ist geeignet. Oh, bis weit, also bis minus 40 Grad. Das ist wahrscheinlich pur. So dunkel wie das ist bestimmt pures Kühlwasser. Und ohne Verdünnung. Ja, okay. Besser so, als wenn es nur Wasser wäre. Gut, dann machen wir als nächstes mal. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles gecheckt, was gecheckt gehört. Dann probieren wir ihn als nächstes mal. Ja, wir probieren ihn einfach mal anzulassen.
Okay, ich wollte gerade Benzin reinfüllen. Mein Azubi hat aber gesagt, er hat schon einen Liter Sprit rein, also nur einen Liter, weil wir hatten ja unten diesen Abdruck im Tank und er wollte wissen, ob der dicht ist. Es ist alles dicht, ein Liter Benzin ist drin. Er hat auch schon die Vergaserkammer gefüllt. Das bedeutet für uns nur noch Zündkerze rein. Mache ich jetzt. Und dann können wir das Ding direkt starten. Oder wir können zumindest probieren, ihn zu starten. Auspuff ist keiner dran. Den zeige ich euch auch gleich. Der ist wieder schön geworden. Der müsste hier irgendwo rumliegen oder rumhängen. Ich werde ihn gleich suchen und euch gleich zeigen. Der Azubi hat sich da wieder ausgetobt. Hat sich richtig Mühe gegeben. So, die Zündkerze mit Gefühl, nicht mit Gewalt. Zündkerzenstecker wieder drauf. Okay, Benzin ist drin. Also ich gebe ihm jetzt keinen Startpilot, sondern ich probiere einfach mal, ob es schon funktioniert, wenn er allein durch das Anziehen von dem Benzin. Okay, Zündung ist an. Ich bin schon ganz gespannt. Okay, jetzt habe ich wieder das. Ah, okay. Mein Problem ist, dass der Bremshebel nicht wirklich oder nicht immer funktioniert, aber ich probiere es einfach nochmal. Ich glaube, ihr spürt es auch schon. Er versucht langsam zu kommen und es ist so ein gutes Anzeichen dafür, dass er langsam kommt. Ich bin guter Dinge, dass er gleich laufen wird. Aber wenn er laufen wird, wird er sehr laut. Ich gebe ihm mal ein bisschen Gas. Nee, aber doch nicht. Das nervt hier. Geiles Zeichen, ganz ehrlich. Zwei Takte, der anspringt, der Krach macht. Boah, ich muss mal kurz lüften, wir sehen uns gleich wieder. Bringen wir ihn an die frische Luft. Kann ein bisschen Krach machen und ein bisschen stinkern lassen. Okay, dann mache ich als nächstes den Luftfilter drauf. Jetzt haben wir auch ausgeschlossen, dass der Auspuff eine Fehlerquelle ist. Ach, den muss ich euch auch noch zeigen. genau, ansonsten, genau, Luftfilter drauf und dann sehen wir uns gleich wieder. Da wollte ich euch noch das gute Stück präsentieren. Der Azubi hat den schön abgeschliffen. Das ist seine Lieblingsarbeit, der macht es doch verdammt gut. Abschleifen, lackieren. Er hat auch die Blende abgenommen, hat die schön in Silber lackiert. Es ist ein Sitor Plus. Oder zumindest ist die Blende von Sito Plus. Dann wird auch wahrscheinlich der ganze Auspuff von Sito Plus sein. Keine Ahnung, woran man das erkennen könnte. Es steht halt nichts drauf. Aber andererseits, der war auch ein bisschen angegammelt und wohl auch ein bisschen abgeschliffen. Ah, ne, hier habe ich eine Bezeichnung. SG 554E2. Ja, sollte. Keine Ahnung was. Wir werden einfach sehen, wie er sich verhält. Vielleicht muss man noch irgendwas anpassen oder so. Aber wir schauen einfach mal. Ach so, und eine Geschichte dazu. Der Azubi hat nämlich einmal, er hat sich ausprobiert und hat gedacht, er nimmt einfach mal kein Hochtemperaturlack, weil für sowas sollte man immer Hochtemperaturlack nehmen, so 600 Grad oder aufwärts, der stabil dafür ist, so Ofenlack oder sowas geht auch. Er hat mal einfach normalen Lack genommen. Das Witzige ist, man fährt damit und sobald der Auspuff warm ist, brennt die Farbe einfach instant runter. Also die brennt sich ein, die stinkt wie Sau, die raucht wie Hölle. Das ist völliger Murks. Deswegen, wenn ihr sowas macht, den vernünftigen, richtigen Lack nehmen. Also, drauf machen. Und wir sehen uns gleich wieder. Also, ich habe hier alle Schrauben jetzt drin. Mir haben ein paar gefehlt. Das sind gefühlt eine Milliarde Schrauben. Ich habe ein paar neue dazu. Ist jetzt alles fest. Die Abdeckung hier fehlt noch. Halb so schlimm. Dann Luftfilter ist auch dran. Alles fest. Alles super. Okay, Auspuff ist auch montiert. Ich rolle den jetzt raus und starte ihn nochmal und schau, ob jetzt auch alles noch so funktioniert und alles cool ist. Yay!
So, jetzt müsste es ein bisschen leiser sein. Hören wir gleich, wie der Sito-Auspuff sich anhört oder was auch immer das für einer ist. Anspringen, mal schauen, wir jetzt anspringen mit Auspuff. Nice! Okay, ich weiß, ich sollte nicht gleich auf Anhieb so viel Gas geben. Ich habe aber Bock drauf. Das Ding macht Spaß. Das ist geil. Es fühlt sich geil an. Okay, achso, ich muss noch unbedingt die Ölzufuhr kontrollieren, ob das kommt. Entweder ich mache das gleich alleine oder ich zeige euch, wie es geht. Seht ihr gleich. Alles klar, ich habe hier schon mal runter. Mit dem Heißluftföhn habe ich hier gerade den Schlauch ein bisschen warm gemacht, habe ihn locker gemacht. Und jetzt mache ich den Motor an und wir müssen... Wenn ich Gas gebe oder wenn die auf Drehzahl kommen, müssten hier so stoßweise Stück für Stück Zweitaktöl rauskommen. Dann wissen wir, dass die Ölpumpe funktioniert. Ich mach das mal. Okay, ich habe es ganz genau gesehen. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video gesehen hat, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und es ist ganz wichtig, vor allem wenn der Roller lange gestanden hat, immer zu überprüfen, ob auch Zweitaktöl kommt, ob die Pumpe funktioniert, ob alles in Ordnung ist. Okay, am Roller scheint soweit alles zu funktionieren. Ich will als nächstes noch dieses Helmfach machen. Ich habe das jetzt besorgt von der Sphäre, weil ich hatte das noch da liegen. Ich hoffe, es passt. Ich werde es mal ausprobieren. Ich werde euch berichten, ob es gepasst hat oder nicht. Ich habe auch noch die passende Sitzbank dazu. Also es ist beides von der Sphäre. Beides Piaggio, beides ungefähr gleiches Baujahr. Ich hoffe mal, es passt alles. Ich werde es mal zusammenmurksen und euch dann berichten. Ich werde auch eine Probe... Okay, heute werde ich keine Probefahrt mal machen, weil es schon draußen dunkel ist. Okay, dann ist für euch, ist dann gleich, ist bei euch für euch dann morgen. Also bis gleich morgen. So, ein kleiner Zwischenbericht. Und zwar, die Sitzbank passt jetzt, hat aber nicht gepasst. Und zwar, also nicht die Sitzbank, das Helmfach. Und zwar liegt das daran, diese Löcher hier musste man extra bohren, die hat der vom Sphäre nicht. Und der von der Quarz, der hat die schon drin, diese Löcher. Die musste man bohren, jetzt passt das Ding, sitzt soweit alles. Dann war das andere Problem, ich wollte, dass mein Azubi den zusammenbaut. Er hat auch angefangen fleißig, also er hat schon die Seitenverkleidung an. Hat dann gemeint, der Blinker geht nicht. Und ja, Azubi und Elektrik ist immer so eine Sache. Der traut sich da nicht wirklich ran. Wir können es ja mal probieren. Ich schalte die Zündung an. Dann den Blinker. Rein theoretisch müsste der jetzt dauerhaft leuchten. Tut er aber nicht. Ich kann mal probieren, ob das funktioniert, wenn der Motor läuft. Ah, genau, den Motor kann ich starten. Der Roller stand jetzt die ganze Nacht. Mal schauen, wie er jetzt anspringt. Gar nicht. Okay, Batterie ist drin. Der hat da irgendwo... Ich glaube, das war der Bremslichtschalter, oder? Moment, ich guck mal danach. Weil filmen und gleichzeitig gucken ist schwer. Ich sage euch gleich, was Sache ist. Okay, alles klar. Also es liegt auf jeden Fall an dem rechten Bremslichtschalter. Weil wenn ich den hier betätige, schaut mal... dann leuchtet es auf. Wenn ich jetzt aber den hier betätige, guck mal, da tut sich gar nichts. Das bedeutet, ich mache mal die Verkleidung komplett runter und ja, ich würde es euch gerne filmen und zeigen, Azubi ist gerade nicht da, deswegen zeige ich es euch, nachdem ich es auseinandergebaut habe, aber bei dem ist das Spiegel wegmachen, dann hier unten eine Schraube und ich glaube, da vorne war das noch eine. Nee. War doch nicht. Da müsste das eigentlich theoretisch auch schon runtergehen. Ich werde das mal machen und berichten, falls es anders sein sollte. Okay, es waren noch ein paar mehr Schrauben. Und zwar war ich hier so dieses kleine Windschild. Und da sind auch drei Schrauben dran. Die müssen auch weg. Dann kann man das Ding auch schon runternehmen. Ist schon lose. So, es ist weg. Also vorne die Front. Das hier ist der Übeltäter, dieser kleine Schalter. Und zwar, wenn ich die Bremse betätige, müsste das Ding schalten. Ich werde ihn kurz mal ausbauen und euch zeigen, was hinüber ist oder wie man es reparieren kann, ob man es reparieren kann. So, noch ein kleiner Zwischenschritt. Wenn man die Kontakte hier wegmacht, ein Tipp, da könnt ihr auch überprüfen, und die beiden dann zusammen schließt, dann leuchtet das Licht hinten. Okay, ich kann es jetzt schlecht zeigen, aber vertraut mir, es hat funktioniert. Dann kann ich diesen Schalter hier, kann ich einfach rausdrehen. Zeige ich euch, wie er aussieht. Das ist wahrscheinlich dieser Standardschalter, ja. Und das ist dieses Knöpfchen.
Ich bin zwar kein Freund davon, das wisst ihr. Ich werde einfach mal ein bisschen reinhauen und den versuchen gangbar zu machen oder dass er wieder funktioniert. Ich werde euch berichten, ob es geklappt hat. So sieht der Schalter aus. Ich habe ihn jetzt mit Kontaktspray behandelt, funktioniert nicht, habe es ausprobiert. Der kommt in den Müll. Ich habe zum Glück noch einen anderen da gehabt. Den habe ich jetzt eingebaut. Und wenn man jetzt Zündung an, wenn man jetzt die Bremse betätigt, ihr müsst es da hinten rot aufleuchten sehen. Genau. Dann tut es wieder. So, kleines Problem, große Ursache. Also dann können wir ihn jetzt auch, ja, wir können mal schauen, wie er startet. Genau. Können wir auch gleich machen. Also er steht jetzt schon über eine Nacht und wir haben hier, ich glaube sogar, also es ist um den Gefrierpunkt rum. Richtig, richtig kalt. Geil, ganz ehrlich, geil. Alten Piaggio-Roller. Wahnsinn. Wie gut hier an. Ey, das macht richtig gute Laune. Ich sag's euch wirklich. Das ist grandios. Das ist genial. Achso, jetzt hab ich vergessen. Die Blinker muss ich ja noch schauen. Genau, der Blinker war's. So, sieht das alles schon ein bisschen zerlegt aus. Ich habe hier mal diesen Blinkerschalter ausgebaut, um einfach mal ranzukommen. Jetzt ist es so, man hat hier drei Kontakte und der in der Mitte müsste dauerhaft Strom haben. Das können wir mal überprüfen mit der Prüflampe hier. Na, so, die leuchtet. Und wenn ich dann, und die äußeren beiden, die durften keinen Kontakt haben. Wenn der Schalter in der Mittelstellung ist. Na, ist jetzt blöd mit einer Hand zu füllen. Und dann hier rein. So, leuchtet auch nichts. Jetzt ist es so, wenn man den Schalter hier betätigt, zum Beispiel machen wir mal nach links, dann müsste wahrscheinlich der hier aufleuchten, der Kontakt. Tut er aber nicht. Ich vermute mal, dass der Schalter hinüber ist. Ich werde jetzt mal ganz, ganz ekelhaft einfach mal hier zu den Löchern, hier oben, jetzt hier noch mehr, einfach mal da oben Kontaktspray reinsprühen und schauen, ob das schon Erfolg bringt. Ich werde euch gleich wieder berichten. Okay, ich habe den Schalter jetzt doch noch gangbar gemacht, aber es lag nicht an dem Schalter selber, sondern an den Kontakten hier drin. Ich habe die Stecker auseinandergenommen, die schön sauber gemacht, sogar Kontaktspray reingehauen. Jetzt ist der Schalter an. Jetzt müsste theoretisch nicht nur die Mitte hier aufleuchten, genau, die Mitte hier, sondern auch die Seite hier. Die habe ich gerade geschaltet. Genau, geht auch. Okay, also der Schalter funktioniert jetzt gerade, aber die Blinker gehen immer noch nicht. Jetzt mache ich die Seitenverkleidung wieder weg und schau mal, ob Strom am Blinkerrelais ankommt. Mittlerweile kann ich verstehen, warum der Azubi keinen Bock auf Elektrik hat. Hier oben alles zerlegt, hier hinten wieder alles zerlegt. Das ist übrigens das Blinkerrelais. Es kommt Strom an, habe ich überprüft. Das Problem ist, es leuchtet trotzdem nichts. Ja? Dann habe ich hier mal vorne die Front abgebaut, habe mir das Blinkerlichtchen angeschaut. Hier hat jemand irgendwas Komisches dazu gebaut. Wahrscheinlich ist es so ein Piepser oder sowas, dass man es hört, wenn es blinkt. Wenn ich genau hingucke, ist einfach die Glühbirne kaputt. ich tausche die mal aus und schaue dann, ob es daran gelegen hat. Okay, ich habe eine andere Glühbirne eingebaut. Jetzt kann ich mal probieren, hier den Schalter zu schalten. Ah, doch, war die richtige Richtung. Und siehe da, es funktioniert. Das bedeutet tatsächlich, dass wirklich auch jede einzelne Glühbirne ringsrum an dem Roller einfach durchgebrannt war. Weil das vom Hecklicht habe ich schon getauscht. Jetzt muss ich jede einzelne Blinkerbirne tauschen. Und von dem Frontlicht muss ich mir die Glühbirne auch mal anschauen, ob die auch vielleicht durchgebrannt ist. Wo das wohl herkommt, weil ganz ehrlich, weil dann muss ich auf jeden Fall auch die Ladespannung messen von der Lichtmaschine, nicht dass da zu viel Saft ankommt. Auf jeden Fall müssen wir das mal kontrollieren. Da, es leuchtet, also es blinkt. Ganz ehrlich, in dem Roller war einfach ringsrum wirklich jede einzelne Birne kaputt. Also die da drin, da drin, da drin, vorne, wirklich alle. Deswegen ist echt schwer, den Fehler dann zu finden, wenn so viele Fehler bestehen. Können wir mal die Seite noch testen? Ja, tut auch. So, ein Problem weniger. Den Azubi kann ich wieder beauftragen. Jetzt kann der das mal in aller Ruhe zusammenbauen. Der Azubi ist wieder da, der kann wieder filmen. Wir sind gerade hinten an der Sitzbank, komm mal her. Und zwar die Piaggio-Sitzbank, also von der Sfera, passt leider nicht ganz wegen dem Gepäckträger hier hinten. Das liegt auf und sitzt nicht. Meiner Meinung nach wäre es am geschicktesten, am einfachsten, den einfach komplett wegzuschmeißen und auf dieses wunderschöne Detail einfach zu verzichten. Weil es ist nicht so schlimm, man kann auch ohne das Teil fahren. Wenn
Wenn jemand dann aber einen Gepäckträger oder einen Topcase sammelt, dann hat er ein Problem. Mich stört das nicht, ich will damit nur rumflitzen, ich brauche da kein Topcase drauf. Deswegen mache ich das Ding weg und ich zeige es euch später, ob es geklappt hat. Ich mache hier gerade noch den Tacho fertig. Ich mache hier gerade krasses, übertrieben heftiges Tacho-Tuning. Schaut es euch an. Und zwar bei dem ist es so, ihr könnt theoretisch, wenn ihr hier größere Zahlen hinschreibt, einfach noch mehr Geschwindigkeit aus eurem Roller rausholen. Aber da dürft ihr nicht zu viel nehmen. Ich würde mich so im Prozentsatz von vielleicht maximal 20% mehr Leistung bewegen, sonst schadet ihr dem Motor zu arg. Und dann könnt ihr das hier selber aufschreiben und später seht ihr die Geschwindigkeit. Hier habe ich die Wassertemperatur. Hier habe ich den Benzinanzeige, also Sprit. Ich werde das mal zusammenbauen und hoffen, dass es dann funktioniert. Und wie gesagt, da wird schon ordentlich mehr Leistung haben. Aber das kann jeder für sich entscheiden, wie er es macht. So, es gleicht sich langsam dem Ende mit dem Zusammenbau. Ich wollte euch mal das Heck zeigen. Alter, also, das sieht schon geil aus. Also es sieht sogar richtig sexy aus, finde ich. Ohne den Spoiler. Sieht richtig nice aus. Gefällt mir sehr. Alles klar, jetzt steht der Roller wieder ein paar Tage hier rum. Ich will den mal starten. Ich habe schon zusammengebaut. Ich kann gerade nicht fahren, weil es hat draußen angefangen zu schneien. Ich zeige es euch gleich. Aber ich will die Lichtmaschine zumindest überprüfen. Und zwar haben wir jetzt eine Batterie, also die Spannung hat 11,9 Volt. Ist jetzt nicht so cool. Ich starte mal und wir schauen, wie es sich verhält. Okay, also vorab schon mal. Geil, dass der sofort anspringt, wirklich nach ein paar Tagen. Ich liebe den Roller jetzt schon, wirklich geil. Ladespannung passt wunderbar, die steigt bis, sollte nicht mehr als 14,4 Volt steigen. Hey, man sieht sogar meinen Atem, so kalt ist es. Es sieht alles gut aus, also ich kann mir nicht, ich verstehe nicht warum. Okay, ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht der Vorbesitzer ohne Batterie gefahren ist und dadurch die ganzen Lämpchen Birnchen durchgebrannt sind. Ich werde es testen, ich werde es beobachten. Als nächstes würde ich gerne rausgehen und eine Probefahrt machen, aber geht nicht. Ich zeige es euch gleich mal, wie es aussieht. Okay, es ist ganz schön dunkel. Ich weiß nicht, ob ihr mich seht. Ich wollte nur zeigen, hier liegt schon überall Schnee. Also da. Hier, schon massenhaft Schnee. Ich habe keinen Bock, jetzt bei der Temperatur, bei der Dunkelheit, bei dem Schnee zu fahren. Ich warte es mal ab, wie es morgen aussieht. Und dann mache ich morgen wahrscheinlich das Endvideo davon. Alles klar, der nächste Tag ist angebrochen. Es ist hell draußen. Wetter ist nicht so cool, es schneit. Aber ich wollte ihn euch nur noch einmal kurz rundum zeigen, was hier geworden ist. Ich finde, es ist echt nice geworden. Also ich mag dieses Design gerade von hinten. Sieht irgendwie richtig cool aus. Also sieht also mir gefällt das total. Jetzt kommt das Beste vom Besten. Ich werde ihn ausprobieren und schauen, ob er auch was taugt. Da freue ich mich jetzt wirklich drauf. Alles klar, ich tue ihn jetzt raus. Wie ihr seht, ob man es auf dem Video erkennt, vielleicht, es schneit nämlich gerade, aber es ist boah, leicht nass, egal. Wir testen den jetzt. Ich habe da Bock drauf. Überprüfen wir gleich mal, wie er anspringt. Geil, einfach geil. Okay, gerade ist er ganz geil gefahren. Jetzt nimmt das Gas nicht mehr an. Seltsam. Also er startet gut, aber er seufzt ab, sobald man Gas gibt. Das hatten wir schon mal. Ich gucke gleich mal danach. Alles klar. Er fährt sich teilweise ganz geil, aber dann, wenn man Gas gibt, dann seufzt er manchmal ab. Ich vermute einfach, es liegt an dem Luftfilterkasten, weil ich habe es ja damals schon gesagt, als ich auseinandergebaut habe, dass die Dichtung schon total porös ist und hart und sowas. Ich schaue mal, ob ich dann eine neue Dichtung reinmachen kann oder das irgendwie abdichten kann und dann probieren wir es nochmal. Dann hoffe ich mal, dass er richtig, richtig geil wird. Da ist der Luftfilterkasten mit dem Luftfilter. Hier habe ich schon ein Stück Dichtung. Wenn ihr mal hier genau hinschaut. Also die verläuft hier unten entlang, hat sie überall schon so Risse. Hier fehlt zum Beispiel, hier fehlt schon ein Stück. Und das sind Anhaltspunkte, wo er überall
Falschluft zieht. In dem Fall ist es jetzt gar nicht so schlimm, weil die Luft geht in den Luftfilterkasten rein und wird trotzdem durch den Luftfilter gefiltert und geht dann erst zum Motor. Das Problem, das wir haben, ist, dass er gerade zu viel Luft bekommt. Ich habe gerade keine passende Dichtung da. Ich weiß auch gar nicht, ob man die überhaupt herbekommt. Ich schaue mal, ob ich irgendwie eine andere Lösung finde. Okay, hier habe ich die alte Dichtung. Schaut es euch mal an. Das sind so Gummiröhrchen, die total spröde und hart geworden sind. Hier habe ich jetzt eine andere gefunden, so eine Schaumstoffdichtung. Ich probiere es mal mit der. Ich bin mir nicht sicher, ob sie funktioniert. Ich werde es ausprobieren. Ich werde den Luftfilter gleich wieder zusammenbauen, das Zeug reinstopfen und dann wieder rausgehen und ausprobieren, ob es dann funktioniert oder besser ist. So, jetzt mit der neuen Dichtung. Mal schauen, ob das schon gereicht hat oder nicht. Anspringen wird er bestimmt wieder super. Jawohl. Alter, das Ding schiebt brutal vorwärts. Ganz ehrlich, mein 80er schiebt nicht so gut wie der hier. Quarz, grandios. Also, es lag eindeutig an dieser Dichtung. Jetzt fühlt es sich ganz, ganz anders an. Das Ding ist. Jetzt ist der Wahnsinn. Ich muss das gerade nochmal probieren. Aber das ist ja. Das Ding hat mich gerade hier runter. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er das so gut beschleunigt. Geil, einfach geil. Ganz ehrlich, guck mal. So ein kleines Ding. Geil. Also das Ding ist für mich fertig. Ich werde damit sehr viel Spaß haben. Das Ding ist einfach schon jetzt schon grandios. Alles klar. Ich bin gerade draußen ein bisschen rumgeheizt. Wir haben, ich glaube, Minusgrade. Also es ist arschkalt. Sogar in der Garage. Sieht man meinen eigenen Atem. Es ist so bei dem, fährt sich geil. Ey, macht Spaß. Wahnsinn. Ich kann nachvollziehen, warum die Roller dieses Modell mögen, diesen Quarz. Er ist zwar wirklich schon alt, sieht nicht besonders also von der Form. Die gefällt nicht jedem, die ist halt keine so moderne Sportrennflitzer. Der fährt grandios, ganz ehrlich, grandios. Selbst nach den Jahren. Mir ist aufgefallen, der hat noch richtig krass viel Potenzial drin, weil der Auspuff, so wie der drauf ist, der ist safe nicht original. Ich muss nur noch ein bisschen Kupplung und Vario abstimmen. Dann denke ich, das wird ein brutales Monster, was wahrscheinlich sogar aus dem Stand abheben wird. Mir ist es jetzt dafür viel zu kalt für solche Abstimmarbeiten. Das werde ich wahrscheinlich machen, wenn es im Sommer oder wenn es wärmer ist oder so. Bis dahin kann ich den so wunderbar fahren. Vor allem, ich weiß halt, er hat die Reserven und sowas. Okay, dann war es das von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen, Ideen, Anregungen habt, könnt ihr mir jederzeit hier in die Kommentare schreiben oder am besten bei Insta. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao! So, für die Leute, die noch nicht abgeschalten haben, wir lassen ihn noch einmal kurz laufen. Einfach nur mal zum Checken, ob noch alles funktioniert. Okay. Ein wahres Kraftmonster. Das Ding ist echt, das ist richtig, richtig. Ich liebe es. Geil. Ciao.